Hallo, ihr Lieben. Bei mir ist mittlerweile Dienstag, der 22. August. Es ist jetzt kurz nach 15 Uhr. Ich bin seit circa einer Stunde wieder hier bei den Recken. Ich bin allerdings nicht alleine. Zuerst war nur ein Mann auch da. Der war auch letztes Mal, oder der kam letztes Mal nach mir auch. Und heute sind aber zwei da. Ja, das ist das Becken. Ich habe schon gebadet. Ich bin gerade ein bisschen am Sonnen, aber es ist so heiß. Boah, das halte ich nicht lange aus. Als ich vorhin gebadet habe, danach, habe ich mal an den Stellen, wo es dann langsam wieder flacher wird, ein bisschen den Untergrund erforscht. Und da ist es total schön. Und da hat es auch kleine Fischchen, also ganz kleine Babyfischchen, etwas größere. Ja, das würde ich euch gleich gerne mal zeigen. Okay? Bei meinem letzten Videodreh hier, als ich das angeschaut habe, das Video, habe ich festgestellt, dass es hier sehr, sehr laut ist und dass man mich kaum gehört hat. Ja, entschuldigt, das kann ich hier halt leider nicht ändern. Ja, und heute habe ich kein Stativ dabei, da ich gar nicht vorhatte zu filmen. Deswegen, wenn ich euch gleich den Untergrund ein bisschen zeige, dann muss ich aufpassen, dass mir das Handy nicht ins Wasser fällt. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen mit in den Schatten. Einverstanden? Ich möchte euch nämlich kurz was erzählen. Oh. Meine Flasche habe ich wieder im Wasser. So bleibt mein Getränk schön kühl. Einfach Wasser mit Zitronenschalen und ein bisschen Ingwer. Jetzt wollen wir mal hier ein bisschen aufpassen in diesem Urwald. Schön kühl das Wasser. Ja, Max hat mich heute besucht. Heute Morgen, kurz nach 7 war er da. Und hat wie versprochen Brötchen mitgebracht und auch noch einen ganz tollen Honig. Das hat ja gekostet, ich glaube 11 Euro. Und, 500 Gramm, glaube ich, ein halbes Kilo. Irgendwie sowas. Also einen ganz hochwertigen Honig. Und der hat richtig lecker geschmeckt. Ja. Ja, und wir haben uns viel unterhalten zusammen. 2 Stunden lang. Er kam ja gerade von der Nachtschicht mehr oder weniger und war natürlich dementsprechend müde. Moment, ich gehe mal noch woanders hin. Oh, ich muss aufpassen auf mein Handy. Wieder auf das Bänkchen hier. So ist das. Ja, wir haben über dies und das gesprochen und auch über die Zukunft. Und ich habe ihn erzählt, also eigentlich wusste er das schon, dass ich zum Jahresende, also meinen Jahresurlaub, wieder in La Gomera verbringe, worauf ich mich auch schon total freue. Und ratet mal, was er dann gesagt hat, voll cool. Ja, dass er höchstwahrscheinlich am Jahresende auch nach La Gomera kommt. Wahrscheinlich für 4 Wochen und verbringt dort auch seinen Jahresurlaub. Voll cool. Da können wir uns dort dann auch wieder sehen, können vielleicht was zusammen ab und zu wieder unternehmen. Ja, da freue ich mich echt schon drauf. Ja, und so kurz nach 9 war er dann so müde und dann hat er gesagt, okay, er geht jetzt, weil normalerweise legt er sich um 8 schon hin. Ja, und er muss dringend schlafen. Ja, aber er kommt nächste Woche nochmal. Genau. Ja, und ich bin es ja gar nicht gewöhnt, so früh schon zu frühstücken und auch dann direkt was Trockenes, sage ich mal, ne? Also Brötchen, das kenne ich gar nicht mehr, seit vielen Jahren nicht mehr. Das war erst so ein bisschen ungewohnt, aber es hat auch lecker geschmeckt, ja.
Als er dann weg war, so circa eine halbe Stunde später, bin ich hier in den Ort rein. Ich hatte noch was zu erledigen. Und dann bin ich erstmal in den Wald und habe jede Menge Heilkräuter dort gepflückt. Und dort wächst auch an einer Stelle, also es ist eine größere Stelle, die Mede Süß, die Blätter davon, die sind echt unverkennbar. Und die kann man auch so pur knabbern, die schmecken wirklich lecker. Deswegen heißt die auch Mede Süß, weil die süß schmeckt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, habe mir da einiges gepflückt. Und als ich dann zu Hause war, dann habe ich mir erstmal einen riesengroßen grünen Smoothie zubereitet. Und in letzter Zeit gebe ich da auch meistens noch ein bisschen Spirulina-Pulver mit rein. Ja, weil das wird dann gut übertüncht durch die ganzen Früchte und die Heilkräuter. Dann schmeckt das nicht so stark, als wenn ich das jetzt nur mit Wasser trinke. Ne? Ja, und das hat mir dann richtig gut getan, der Smoothie. Ja, und dann habe ich mir überlegt, dass ich heute nochmal hier hingehe. Und Max hat mir jetzt auch nochmal genau erklärt, wo dieses Staubecken, das ist gar kein richtiges Staubecken, sondern das ist eine Stauwehr oder ein Stauwehr. Und da gibt es zwei von. Ja, wo das erste ist, also ich wusste eigentlich schon ungefähr wo. Und ich hatte es mir völlig anders vorgestellt. Das sieht nämlich ganz anders aus. Also er hat mir das auf der Karte gezeigt. Und so wie das aussieht, gefällt mir das viel besser. Ja, und entweder fahre ich da mit dem Fahrrad hin oder ich fahre an das andere, das ist noch schöner. Da wäre es dann aber förderlich, mit dem Zug hinzufahren und dann das restliche Stück dorthin zu laufen. Also nicht mit dem Fahrrad, ist ein bisschen weit für mich. Ja, mal sehen. Es wird doch noch einen Tag länger heiß. Also auch der Donnerstag diese Woche wird noch heiß. Ich glaube sogar bis 34 Grad. Voll cool. Ja, das heißt, ich fahre dann erst am Freitag nach Schönau wieder zum Campingplatz. Wenn die Wettervorhersage sich bis dahin nicht wieder geändert hat, dann weiß ich es nicht. Ja, gut, dann kommt mal mit zu dem schönen Mikrofon. Ich habe ja meine Handykette so zum Umhängen, oder Handyschnur habe ich ja dabei. Genau, da mache ich das Handy dran. Falls ich es mal loslasse oder so, wenn ich ausrutsche oder irgendwas, dann fällt es hoffentlich nicht ins Wasser. So ist ein bisschen geschützt. Ja, wenn es tatsächlich ab diese Woche Freitag dann eine ganze Woche täglich regnen sollte, ist zwar auf einer Seite schade, weil ich dann nur die erste Woche hier Sonne hatte, aber was will ich machen? Ich kann das Wetter ja nicht umändern. Also nehme ich es halt so, wie es ist und kann mir dann Zeit nehmen für mein Hobby und ich möchte dann ein paar andere Sachen machen, die sich gut bei Regenwetter zum Beispiel machen lassen. Ja, und deswegen nutze ich jetzt, seit ich hier bin, die Sonnentage auch gnadenlos aus. Könnt ihr sicher verstehen. Ja, und bei mir fängt die Woche hier nicht am Montag an, so wie es ja normalerweise ist, sondern eigentlich am Donnerstag, da ich am Mittwochabend angekommen bin. Ne? Genau. Das heißt, in zwei Tagen bin ich eine Woche hier. Ja. Und bis dahin ist auch noch Sonne. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das zwischendurch noch wieder. Habe ich jetzt schon mehrmals erlebt. Wäre ja schön. So, dann kommt man mit jetzt. So muss ich hier erstmal hochklettern, ne? Ich glaube, das mache ich besser ohne euch. So, also hier ist ja das Becken, ne? Und hier ist es auch tief. Und hier kann man eben so langlaufen. Richtig cool.
gibt es so ein Loch. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal euch gezeigt hatte. Das finde ich auch voll witzig. Ich muss mal gucken, wie lang das ist. Ja, und hier sind so orangefarbene, längliche Steine. Teilweise mit Moos bewachsen. Könnt ihr das erkennen? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt müsste man es sehen. Das ist richtig so eine coole Unterwasserlandschaft. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, wo ich laufe. Ja, da ist zum Beispiel schon mal ein Fischchen. Wisst ihr? Seht ihr ihn? Da. Zwei. Drei. Ach, noch mehr. Das sind die etwas größeren. So süß. Ne? Wir haben es doch echt schön hier. Ja, da sind auch welche. Und vorhin habe ich ganz kleine gesehen, noch so richtige Babys. Voll herzig. Ja, und hier wird es besonders tief. Da kann man dann gar nicht mehr stehen. Und da auch. Und da ist wie so eine Höhle. Eine Unterwasserhöhle. Voll cool. Ah, hier ist es auch nicht mehr so laut. Ja, und hier wird es richtig flach. Stand gerade bitte wegen hoher Temperatur deaktiviert. Ich bin jetzt aber im Schatten. Ja, das Handy ist wohl zu heiß. Ich hoffe, es nimmt trotzdem auf. Ja, das ist ein lustiger Abenteuerspielplatz hier. Für Erwachsene. Ja, auch für Kinder natürlich. Richtig cool hier. Schön, wie die Sonne hier schimmert, ne? Ach, und vorhin, als ich an meinem Platz hier saß, kam ein Entchen. Das war ganz nah bei mir, total süß. Und hat mich angeschaut, so ganz entsetzt. So entsetzt hätte sagen wollen, was willst du denn hier? Voll süß. Dann ist es ganz zaghaft und langsam an mir vorbeigewatschelt. Echt ganz herzig, das mal so von so nah zu sehen.
Ja, ich finde es richtig toll hier. Ich wollte euch eigentlich noch die ganz kleinen Fischchen zeigen, aber ja, ich weiß es auch gerade nicht, an welcher Stelle welche sind. Naja, ich denke, es reicht jetzt. Habt ihr jetzt genug gesehen? Oh, ich sah da jetzt gerade noch einen größeren Fisch. Wartet mal. Ne, jetzt ist er wieder weg. Oder? Doch, das sind zwei. Aber so groß sind die auch nicht. Sei da denn? Ja, von der Seite aus kann man sie nicht sehen. Ah doch, hier unten. Genau, da unten. Süß. Ja gut. Ich denke, das reicht, ne? Zwischendurch mache ich mir auch immer die Haare nass, weil es so heiß ist. Ja, am liebsten würde ich noch länger hier bleiben, aber es ist schon gleich 4 Uhr, also 16 Uhr. Und der Hunger meldet sich wieder mal. Das heißt, es wird Zeit zu kochen. Ja, und im Grunde möchte ich gar nicht mehr unbedingt zu diesem Stauwehr, weil ich es hier schon so schön finde. Das reicht mir eigentlich, ja. Es ist fantastisch hier, dieser Platz. Und vor allem, der ist halt ganz nah am Rohbau. Da bin ich mit dem Fahrrad in 5 Minuten, schätzungsweise. 5 bis allerhöchstens 7 Minuten. Und das Stauwehr ist halt ein ganz Stückchen weiter. Da brauche ich mindestens 20 Minuten, vielleicht auch 30, ich weiß nicht. Und dann in der Bullenhütte, das überlege ich mir noch gut. Ja, wenn, dann fahre ich da vor allem deshalb hin, um euch das noch zu zeigen, damit ich halt noch was anderes Schönes habe, was ich euch zeigen kann. Aber ich verspreche das nicht. Vielleicht, ja, nehme ich auch einfach nochmal hier mit vorliegen. Weil es mir, wie gesagt, eigentlich reicht. Ja, ihr Lieben, dann soll es das jetzt für heute gewesen sein. Dann danke ich euch herzlich fürs Zuschauen. Ich habe übrigens was an, ja, ich habe nur die Träger runtergemacht, weil ich das nicht schön finde, wenn man so die Abdrücke von den Trägern sieht. Ja, ich danke euch, wie gesagt, herzlich fürs Zuschauen. Und sag mal, bis bald. Einen haben wir noch. Ich war jetzt doch nochmal im Becken hier. Weil es einfach so unwahrscheinlich gut tut bei der Hitze. Vor allem, weil ich ja zurzeit hier im Rohbau keine Dusche habe, ne? Unter der ich mich erfrischen kann. Ja, ich habe zwar ein Waschbecken, also es hat zwar ein Waschbecken und einen Hahn, aber es ist nicht so erfrischend, sich so zu waschen halt den Körper, als wenn man unter einer fast kalten Dusche steht. Ja. Deswegen tut es einfach nur gut, da drin zu schwimmen. Es ist so schön. Man möchte gar nicht mehr wieder raus. Ja, es ist genial hier. Genial. Richtig toll. Ich bin so froh und dankbar, dass ich dieses Becken hier entdeckt habe. Und dass es vor allem nicht weit weg ist. Perfekt. Ne? Ja. Wie erfrischt ihr euch jetzt bei dieser Hitze? Also gut, bis ihr das Video seht, ist die Hitze sowieso schon lang vorbei. Ja, naja. Jetzt habe ich mich nochmal erfrischt. Und jetzt warte ich, bis ich ein bisschen getrocknet bin und dann gehe ich wieder zurück und super. Vale? Okay, ihr Süßen. Dann bin ich wieder weg. Tschüss.